Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Borderlands mit der Lizzie. Hallo, ihr Lieben. So, wir nehmen uns... Na, du nimmst dir mal einen Racer und dann... Genau. Und dann fahre ich mit. Wieder springen. Ich will nicht. Yay. Weil hier gibt es leider keine Schnellreise. Ich glaube genau hier rüber, ne? Ach, ja, ja. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt hier landen, aber ich springe einfach mal. Ich auch nicht, aber wir springen einfach mal. Yay. Ach so, wir landen einfach nur unten. Wow. Was war das denn? Okay. Ich bin ausgestiegen. Ja, ich auch. Ich steige aber wieder ein. Ich auch. So, wir müssen jetzt ganz nach Süden. Und tschüss. Genau, da kannst du lang, genau. Ganz nach Süden. Da bist ja, du hier durch die Felsspalte da. Oh. Jetzt hänge ich hier wieder an so einem kleinen Krümel fest, ey. Müssen wir irgendwie wieder... Ach, da ist ja eine Auffahrt, genau. Ich fähr jetzt mal unten. Ja. Jetzt müsste gleich links von dir so eine Auffahrt kommen, irgendwo. Da ist eine Mine. Hier auf die Straße? Genau drauf zu. Oder die genau, hier? Da. Die hier, ne? Meinst du? Ja. Nee, die da rechts, oder? Weiß ich nicht. Nee, die nicht. Die nicht, okay. Nee. Okay. Die hier. Mhm. Joi. So, und da, ne? Da zum Schnell, genau, da zum Schnellreisepunkt, okay. Genau. Hui, the rich way. Genau. Ist ja leider kein Schnellreisepunkt, ist einfach nur ein Übergang. Ja. Schnellreise wäre super, einfach zu T-Bone Junction schnellreisen. Das wäre zu einfach. Ja. Kurzfristig, hat er eben kurz gestanden, ja. So, und jetzt 20 Kilometer. Genau. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie schießen mit Platzpatronen? Finden die Ladies in ihrem Leben, dass ihre Feuerkraft zu wünschen übrig lässt? Was? Dann brauchen sie Engorge von Atlas. Engorge. Und sie schießen aus allen Rohren. Mit Scooters Ausrüstung ist es mir gelungen, mein Signal in Werbespots für ein Potenzmittel zu verstecken. Hm. Wir können jetzt also gefahrlos über Echo kommunizieren. Aha. Das war für Potenzmittel. Engorge. Sind wir halt hier richtig? Müssen wir uns hier den Weg wieder freikämpfen? Ach, geht auf! Ah, okay. Ja, dann tschüss. Fort Knox. Geht weg. So. Noch einfach mal überfahren. Hui! Naja. Ja, macht ihr mal. Lasst die sich mal dahin beamen. Joa. Ja. Wechseln so, mal den kleine, Sender. Kleine Autofahrt. Und. Hui! La 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 la. Das ist so spannend. La la la, total. Da. Yay! Gut, dass die da keinen Schnellreisepunkt gemacht haben. Aber total. Ich hab das alles verpasst hier. Mann, ey, das ist so die ganze spannende Autofahrt hätten wir sonst. Ja. Ui! Hätten wir sonst verpasst. Genau. Yay! Genau, schieb mal die Sonntagsfahrer von der Straße. Juhu, ja. Das? Wer bremst, verliert. Ja, genau, wer bremst, verliert. Cool. Da vorne ist noch einer. Warte mal, wir laden mal wieder ein bisschen den Boost. Komm schon. Lad auf. Ah, oh, es ist Spiel 2. Haben Sie satt, mit einem Luftgewehr zu schießen, statt mit einer richtigen Flinte? Probieren Sie Engorge und Sie schießen automatisch. Vollautomatisch. Aus allen Rohren. Atlas lagert Waffen in einer Basis jenseits der Fathoms. Hinter Moxys Schuppen. Dieses Waffendepot ist der Schlüssel zu ihren Invasionsplänen. Wenn wir es zerstören, könnte es sein, dass sie ihre Pläne aus Kostengründen fallen lassen. Zumindest aber gewinnt der Widerstand. Also, ich dadurch Zeit für Vorbereitung. Alles weitere dort. Auf
Alles klar. Okay. Also müssen wir jetzt wieder zu Moxie. Ich meine, das mussten wir ja sowieso. Ach Gott, ein Hin und Her ist das hier. Ach, jetzt ja, den Weg jetzt wieder. Also ich fahre wieder außen. Ich musste aber nicht die Umgehungsstraße. Nein, ich musste die Stadt. Die Stadt rein. Okay. Genau hier. Okay. So, hier müssen wir einmal aussteigen. Ach, in die Garage? Ja, sieht fast so aus. Sieht fast so aus, dass Athena hier drin lebt. Die hat dir eben nachgeguckt, als du darüber gesprungen bist. Hey, wo ist die denn? Ach, hier. Oh, die sammeln gerade durcheinander. Ja, ein bisschen. Ja, redet doch alle gleichzeitig. Ja, Claptrap auch noch. Nein, Scooter kommt jetzt auch noch. Ich verstehe kein Wort. Wir müssen irgendwas mit Zugangscode. Claptrap auch noch. Oh nein, was ist das hier? Hilfe. Ich habe kein Wort verstanden, was wir jetzt mitmachen sollen hier. Ich auch nicht. Warte. So, The Ridgeway. Durchsuche das Gebäude nach Informationen zum aktuellen Code der Atlas Corporation und dieses Vibe ist Rache, Kairos und Typhon töten. Okay. Dann müssen wir beides mal wieder nach oben. Ich glaube, ich nehme mir aber ein Monster mit. Kannst du mal bitte aus dem Türrahmen? Danke. Ich kann aus dem Türrahmen gehen, ja. So, ich nehme auf jeden Fall ein Monster mit. Hier sind wir wieder. Ich möchte gerne den hier, der hier vorne steht. Warum kann ich den denn nicht nehmen? Das ist ja nicht gestattet. Mann, no! Komm rein, ich beiß nicht. Ich aber. Da kannst du aber drauf wetten. So. Na, gib mir die Farbe, die ich haben will, danke. Ja, 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 ja. Komm ja schon. Genug gelaufen. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Yay! Mit dem Monster! Dem Monster! Ach, hätte auch bleiben können, ne? Du brauchst ja nur jetzt eben Schnellreise hier zu initiieren und dann war es ja, das ja stimmt. Schon. Oder Reise. Ja. Hätte ich mir sparen können. Eigentlich schon. Aber egal. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg uns wieder durchschießen oder durchfahren. Eins von beiden. Ich guck jetzt mal. Nein, wir müssen nur. Okay, da müssen wir dahin, warte. Und da müssen wir. Okay, das kommt zuerst. Okay. Erst Kairos und Typhon töten. Okay. Das ist doch wieder so ein. Halt's Maul, Claptrap! Wir machen keine Nebenquests. Eine unnötige. Oh, hey, ich hab gebremst! Ja, ich hab gebremst. Ich auch! Ich muss mitbremsen. Auch gebremst. Ach, da stehen zwei. Crimson Lancer. Oh! Hilf mir, ja. Nicht überfahren, oh. Bitte. Entschuldigung. Road Victim. So. Danke. Wieso ist mein Auto kaputt? Stehe auf! Stehe auf! Natürlich bin ich fertig. Ja, komm. Dann lassen wir den mal hinter uns, den ollen Roboter. Ja, und sonst so? Sonst so alles schön. Bei uns scheint jetzt gerade wieder die Sonne. Schöne Aussicht hier auf der Auto. Schöne Aussicht. Kann mich jetzt so schlecht umgucken. So, hier müssen wir jetzt irgendwo links hoch. Warte, ich mach mal den Robocop. Den Robocop? Den Robocop. So. Hier ist er hier irgendwo, müssen... ne? Ist hier noch einer? Ja. Okay. Na gut, das ist aber besser als die ganze Auto-Action.
Ja, ach, da stimmt. Kommen sie wieder. Da stehen sie schon bereit und warten darauf, aufgemischt zu werden. Genau. Ich treib die Trefferquote nach oben. Ja, tust du. ach, naja. Schrot. Jetzt müssen wir einmal hier rüber mit dem Übergang. Ja, genau. Hier über die Brücke scheinbar. Da ist jetzt bestimmt irgendwas auf, was vorher nicht auf ist, gewesen ist. Ja, irgendwie sowas. Ach, das bist du. Ja, ich schieße auf die hier vor uns. Ja, und ich habe erstmal auf dich geschossen. Du hast auf mich geschossen. Geht's noch? Irgendwie sind die jetzt schneller down, kommt mir das vor. Ja, aber ich merke gerade, dass ich muss was anderes nehmen gegen die Pyromanen. Da hilft meine super Feuer-MG nicht so viel. Zack. Ach, da ist noch einer. Noch ein Pyromane. Au. Was machst du jetzt? Na, ich springe und erwische dich trotzdem. Juhu! Yay! Und da wird mir schwindelig vor. So. Erledigt. Was? Evakuieren? Ja, wir evakuieren jetzt. Ja, bringt uns in Sicherheit. Sofort. Schnell. Und zack. Oh, da ist Commander Kairos. Ach, jetzt habe ich schon die Waffe genommen. Ach ja, Kairos von und Typhon. Mhm. Er brennt. So, das war Kairos. Kairos macht. Was ist Kairos macht? Warte, ich gucke. Kairos macht. Gar nichts. Ein Sniper. Ein Sniper. Hm. Möchtest du den haben? Uff. Hier. Wie viel Schaden macht die denn? Oh, die nehme ich. Zack, dankeschön. Bitte sehr. So, jetzt müssen wir gleich wieder weiterfahren. So. Probieren wir noch gleich mal aus. Und was ist mit der hier? Die macht gar nichts hier. So. Ich warte im Auto. Ja, andere Seite, hier. Hui! Nimmst du hier selber eins oder fährst du mit? Ich würde sagen, wir nehmen zwei Vorsichtshalber, oder? Ja, besser ist. Besser ist das. Ein Monster. Ich bin ein Monster. Die Monster-Monster-Party. Eieiei. So, gib ihm. Kennst du doch die Werbung mit dem Kind, mit dem Getriebe, das immer nee, ohne Schalten und dann nachher so ein knallrotes Gesicht gekriegt hat? Was sagt mir jetzt auch zu schnell genug? Ich weiß nichts. Ich kann jetzt auch nicht sagen, von welchem Auto das die Werbung gewesen ist. Weil natürlich keine Werbung machen. Ich will keine Werbung machen. Aber die fand ich mal gut. Und jump, jump. Oh, ich hab den Lenz-Robo überfahren. Oh. So, warte, wie ich nein! Einmal nicht hingeguckt. Nano! Ja, weg da mit deinem Auto. Ah, Entschuldigung. Ich möchte meins nämlich gerne umdrehen. Danke. Ah, Entschuldigung. Hey. Mir war langweilig. Ja, nein. Ja. Müssen wir. Nee, hier müssen wir nicht. Doch, hier müssen wir hin, ne? Oder? Ja, wir müssen noch weiter. Ach so. Du brennst. Fahren Sie durch. Du brennst.
Mensch, warum geht der Boost denn nicht aus? Weiß ich nicht. Ach so, warte. Ich glaube, ich habe... Was? Warte mal. War da was drin? War da was? Nein. War da bumm? War da was? Na, wir müssen da nochmal zurück, weil da ist eine andere Quest. Aha, Informationen. Die ist hier hinten. Okay. Genau. Ja, die ist hier drin. Im Tunnel. Hier? Nein. Nein. Noch ein Stück. Mann! Noch weiter? Ja, hier irgendwo. Hier. Okay. Hier müssen wir mal hin. Wahrscheinlich hier wieder nach unten. Ach, da, ist klar. Okay. Oder? Hoffentlich klauen die mir nicht mein Auto. Passt du aus. Hell's Highway. I'm on a highway to hell. Genau. Scheiße! Was denn? Lieber Gott, was war das? Hast du das aufgenommen? Mann, das ist echt gemein. Du bist echt gemein, Derek. Jetzt kriegst du nichts von meinem Eis ab. Es ist Tratsch. Ich weiß. Ich brauche aber den heutigen Zugangscode. Derek, heute warst du für den Code zuständig. Ich bin auf persönlichem Eiscreme-Urlaub. Paragraph 3-5-31 der Dienstvorschrift besagt ganz klar... Wo ist denn der Code dann? Du hattest ihn. Ich hab's doch gesehen. Oh Mann. Oh nein, das ist nicht gut. Verdammt, ich hab's vermasselt. Was ist denn, Derek? Ich hab blau gemacht, um mir das World's Largest Bullet anzusehen. Ich glaube, ich habe ihn dort verloren. Du hast den Zugangscode verschlammt? Was unser aller Leben gefährden könnte? Beim World's Largest Bullet? Ja, so in etwa. Ich hab meine Eiscreme. Ist ja da. Ich will auch Eiscreme. Stratschala. Schratakatakatakata. Ja. Oh, ne, ich bin eben nur runtergefallen, ne? Ja, weil ich so abgelenkt gewesen bin. Nee. So. Ein paar Lance-Robos hier mal wieder. Feuer und Flamme für meinen Freund. Und mit einem Feuerstoß zündet er die Kerzen auf einer Torte an. Eigentlich ist das Unsinn. Es ist, als würde man den Rasen mit einer Atombombe mähen. Und ich habe auch gar nicht Geburtstag. Ich muss dich killen, damit ich hier weg kann. Oder du bringst dich selbst um und ersparst mir die Mühe. Was meinst du? Niemals. Hier ist ein Lance-Robo. Mann, dann geh doch mal kaputt. Level up! Ding, Schlaflupe. Okay. Das habe ich übrigens gerade als Achievement bekommen. Was bist du? Schlafloser habe ich gerade als Achievement bekommen. Als Schlafloser. Feuer höre ich hier nur. Lance-Verteidiger, der geht aber gleich in Flammen auf. Oh, hier schwebt noch das Schild rum. Okay. Warum nicht? Genau, warum nicht? So, dann suchen wir mal Typhon. Hier liegt aber auch nichts Vernünftiges mehr rum. Das ist großartig. Kostik Tampa. Na? Wahrscheinlich wieder hier gleich
unten. Oder da oben. Wahrscheinlich erstmal hier hoch und dann gleich wieder runter und da. Genau, da ist er. Wow. Oh, ich kämpfe schon, scheiße. Da war ich zu gierig. Kommst du so klar? Nee, ne? Na, vielleicht habe ich gleich den Chemiesoldaten. Ah, habe ich. Hast du? Gut. Ja. Oh, der trägt keinen Helm, der Typhon. Der ist aber mutig. Nein! Und ich bin dumm. Nein. Doch. Dankeschön. Bitte sehr. Wow. Hau ab. Ach so, den. Okay. Nee, die Ampulle ist ja schön. Oh, Typhoon. Fun! Ist eine SMG, willst du? Oh. Ja. Aua! Wer schießt da? Wer schießt da? Ach, du da oben. Sauber. Jetzt habe ich ein Schild aufgenommen. Ich wollte den Schild doch gar nicht aufnehmen. Okay, was haben wir hier? Das ist... So. Ich glaube, du hast da was an deinem Schuh. Die sind ja echt... es ist schon cool gemacht. Ich mag auch teilweise so die Charaktere, die sie hier erstellen. Ja, das stimmt. Manchmal tut mir das richtig leid, die umzubringen. Na gut, das jetzt nicht, aber... So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Übergang, damit wir auch da wieder starten. Ja, wenn wir dann da starten. Hoffentlich. Juhu, warte, ich komme. Mein Auto ist da. Folge und Aufnahme. Auto. Also, du brauchst ja eigentlich gar nicht. Ich kann ja schon mal die Reise initiieren. Ja, kannst du auch. Aber du brauchst ja eigentlich gar nicht zum Auto. Aber wir müssen doch zusammenbleiben. Oh. Zusammenfahren. Wenn wieder einer aus dem Schrank springt. Ah, oh, sanken sie. Genau. Vergiss nicht, du kannst. Ein Wort, du kannst. Du kannst. Ich hab, du musst. Huch! Au! Ja, ich kann nichts dafür. Ich bin hinter dir hergereist. Auffahrunfall. Ja. Okay. Das war's mit dieser Borderlands-Folge und dieser Aufnahmesession. Wir sind jetzt, glaube ich, mitten im Dezember. Mit den Folgen. Ja, genau. Nicht während der Aufnahme. Also, nee, mit der Aufnahme sind wir noch Mitte, Ende November. Ja, ich habe bald Geburtstag. Ja. Wow. Dann kannst du mir ein Sternchen singen. Ja, mach ich. Wann denn? In einer Woche, am 27. Ah, okay. Dann singe ich dir was. Gut. Und ihr geht jetzt alle zu Lizzie und wünscht ihr nachträglich alles Gute. Ja, bitte. Zu spät. Wie könnt ihr nur? Okay, dann bis zur nächsten Folge Borderlands, die da übermorgen kommt. Wir danken euch fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen. Alles Liebe, tschüss.